wünsche ich. Ja, wie ihr wisst, arbeiten wir ja schon seit etwas längerer Zeit jetzt auf einer Farm hier in Australien. Seit 4 Wochen, um genau zu sein. Und wir haben eine Menge geerntet. Wir haben Gerste geerntet, wir haben Lupinen geerntet und wir haben Raps geerntet. Und jetzt gerade stehe ich hier auf einem Weizenfeld, denn jetzt sind wir schon beim Weizen angelangt. Und irgendwo auf diesem Feld hier fährt Emily gerade mit dem Traktor rum. Wie es aussieht, muss ich noch ein bisschen warten, bis Emily mich hier abholt. Denn unsere Aufgabe mit dem Traktor ist es, das Korn vom Mähdrescher, wenn der voll ist, aufzunehmen. Und der Traktor fasst 2 Ladungen und Emily hat erst eine geladen und wartet jetzt deswegen auf die 2. Ladung. Und wenn dann der Traktor voll ist, kommt sie hierher und füllt das in den sogenannten Field Bin ab. Und dann kann ich einsteigen. Bei der Gelegenheit kann ich euch dann auch gleich mal zeigen, wie das aussieht, wenn das Korn hier abgefüllt wird. Da kommt sie. Dann gehe ich jetzt mal auf den Trecker, würde ich sagen. Hey! Hallo. Du kannst mich ja schon besuchen. Hallo. Hallo, Emily. Hallo. Ja, endlich ist es soweit und wir zeigen euch eigentlich mal, was wir den lieben langen Tag hier eigentlich machen. Was machst du gerade genau? Gerade fülle ich das Weizen in den Vielbin ab. Das ist, ja, dieses Gerät hier draußen, was euch vielleicht Finn schon gezeigt hat. Und das steht ja mal an den Feldern, die wir gerade ernten. Und ja, und dann kommt halt der LKW und lädt das wieder davon ab. Und jetzt muss ich warten, bis das fertig ist. Aber ich muss mal aufpassen, dass es nicht überläuft. Und weiter geht's. Zurück aufs Feld. Und das ist nicht irgendein Traktor, sondern das ist unser Scheißebin. Und ja, das Besondere ist, wir haben kein Gaspedal, sondern nur eine Kupplung und eine Bremse. Und Gas geben wir hier mit der Hand. Und das ist eigentlich ganz besonders, weil am Anfang musste ich mich extrem daran gewöhnen, nicht mit dem Fuß Gas zu geben und das zu kontrollieren. So, jetzt bin ich auf der Linie, auf dem Feld. Und jetzt schaut mal. Jetzt fährt der Traktor alleine. Ich muss nichts mehr machen. Kein Gas geben, gar nichts. Nicht mal lenken. Gar nichts. Das macht er alles von alleine. Per Satellit. Entspannter Job, oder? So, jetzt muss ich mich dem Mähdrescher anpassen. Ein bisschen Gas geben und dann auf seiner Höhe mich mitbewegen, damit er seine Ladung, also sein Weizen, jetzt in mein Bin, also in meinen Anhänger reinfüllen kann. Zwischen den Ladungen heißt es warten. Beim Weizen und bei der Gerste geht es halt ziemlich schnell. Da sind die Wartezeiten ziemlich kurz. Aber beim Raps und beim Lupin ist es halt ewig. Vor allen Dingen beim Raps, wenn die so klein sind, dauert das halt ewig. Und zwischen den 2 Ladungen muss man halt bis zu 1 Stunde warten. Und ja, da kann man sich sehr gemütlich machen. Heißt Schuhe ausziehen, Musik anmachen. Wir haben ein Radio, was Bluetooth-Verbindung hat, das ist super. Oder Podcast hören.
oder einfach ein Buch lesen. Und ja, das Praktische ist auch, dass wir einen Kühlschrank hier drin haben. Das hier unten. Ja. Und, oh ja, ich habe hier noch Schoki. Wenn man Schoki isst. Ja, und da kann man sich halt auch versorgen. Also, uns geht es hier ziemlich gut. Klimaanlage, alles perfekt. Aber das Warten kann auch echt manchmal anstrengend werden. Ja, man macht sich nämlich teilweise, wenn man hier so im Nirgendwo sitzt, viele Gedanken. Mhm. Auch ein bisschen komische Gedanken manchmal. Ja, wirklich. Das ist ganz, ganz merkwürdig. Und dann ist man so allein und dann redet man nicht, weil derjenige, der hier in dem Traktor sitzt, hat auch kein Internet. Und damit ist es halt wirklich langweilig teilweise. Ja. Aber an sich ist es ein sehr entspannter Job. Also ich kann mir durchaus Schlimmeres vorstellen, als hier in dem schön klimatisierten Traktor zu sitzen. Vor allem bei der Sommerhitze, die jetzt kommt, so langsam. Das stimmt. Also Fruit Picking oder sowas, da hätte ich jetzt gar keine Lust drauf. Und ich habe immer noch schöne Aussicht, aber wenn Finn mich dann ablöst, hat er leider nur noch Dunkelheit. Ja. Es ist ein bisschen schwer, sich manchmal zu orientieren dann nachts, aber es ist, sieht eigentlich ganz cool aus. Hat so ein bisschen was von einem anderen Planeten, so wenn dieser Staub hier so rumfliegt. Und ich werde versuchen, heute Abend auch mal ein paar Aufnahmen zu machen. Ich weiß nicht, ob mir das gelingt, ob es dann hell genug ist. Aber wenn es mir gelingt, dann werdet ihr es ja sehen. Ja, aber wir wissen nicht genau, wann das nächste Video entsteht, denn wie gesagt, haben wir hier einen sehr langweiligen Alltag an sich. Ja, eintönig. Genau, und wann sich das ändert, wissen wir noch nicht so genau. Deswegen. Da werden wir noch weiterziehen. Ja, aber wann das ist, wissen wir nicht. Nein, das stimmt. Genau. Aber also, das werdet ihr erfahren. Bis dahin. Bis dahin. Ich muss jetzt mal weiterfahren. Tschüss.